Moinsens und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Auf der Map Dusty und wir zocken heute mal das Wassergewehr, eine Waffe, die ich schon ewig nicht mehr angefasst habe. Und jetzt ist der Raum leer. Boah, voll krass, ey, wie voll der Raum einfach nur ist. So, und ich habe ja wieder professionell eine Geschichte ausgedacht, die mir jetzt in letzter Zeit passiert ist. Und zwar war die heute beim Training. Deswegen würde ich sagen, sobald wir hier in diesem Match starten, dann können wir auch mal beginnen. Ich finde es schön, wie alle ready gemacht haben. Das ist unglaublich, wie viele einfach mitmachen. Boah, wenigstens der Lappen hat ready. Na dann, go, go. Boah, ich hasse dich jetzt schon. Das fick dich. Fick dich. Das sind schon wieder solche Teams, wo ich ausrasten könnte, ey. Noch kurz beantworten, wie der Channel heißt, dann geht's los. Also, pass auf, meine Story. Ich war ja wie heute beim Leichtathletik-Training. Und... beim Leichtathletik-Training... Alter, wie schön Fresse. Beim Leichtathletik-Training muss ich ja meistens Kniebeuge machen mit Gewicht im Nacken. Halt sozusagen, dass ich halt mehr Beinmuskeln kriege. Und das ist halt aber sau hart, weil die Stange halt immer so extrem in den Nacken reindrückt. Au. Und... weil die halt da so reindrückt, gibt's halt so eine Pussy-Rolle. Also, ja, sozusagen Pussy-Rolle in Anführungszeichen. Weil bei dieser Pussy-Rolle, die haust du halt drauf, das tut dann halt nicht so weh. Und das nehme ich auch dankend an. Und halt diese Pussy-Rolle, die will aber nicht, dass was mein Trainer verwendet, weil, ja, weil das halt Pussy-mäßig ist, um jetzt jemand zu zitieren. Oh fuck, ey, auf Nahkampf ist das richtig scheiße und vor allem nicht gemacht. So. Und dann, wir haben die ganze Zeit allein trainiert, ich und mein Kamerad zusammen. Und der kam die ganze Zeit, ich hatte die ganze Zeit nicht sehen lassen, er war die ganze Zeit nicht da. Wir haben alleine unsere Kraftkreise gemacht, wir haben alleine unsere Fußstrecker gemacht, alles. So, und dann in dem Moment, wo ich mir diese Pussyrolle holen will, geht die Tür auf und mein Trainer kommt rein. Der habe ich erst verdattert angekriegt. Und, also der war auf jeden Fall etwas angry, um es mal so zu sagen. Und... ja, also dieser Gesichtsausdruck, ich durfte dann ja auch nochmal ein paar extra Übungen machen. Der habe ich dann nochmal besonders schön gequält bei der Dehnerei. Ja, mein Trainer dehnt mich, der fasst mich an. Boah, ey, wie oft soll ich es noch schreiben, mein Lieber? So, und der fasst... ja, der fasst mich. Genau. Au, 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 Alter. Ja, genau. So eine Kackhuren-Scheiße, Spasti, Rotz, ey. Ich habe Respawn weg und bin tot. Ich bin einfach tot. Aber gut, ich meine, die Teams sind ja auch nicht irgendwie überhaupt gar nicht unfair oder sowas. Nein, bloß nicht. Ja, und das Zweite, was ich noch erzählen möchte, wie steht ihr denn so in den Schulfächern? Ich stehe in allen Schulfächern auf 2 oder 3. Manchen sogar auf 1, in einigen wenigen. Aber jetzt gibt es dieses eine Fach Physik. Ich habe da bisher 4 Noten bekommen. 3 normale und eine Klassenarbeit. Die Noten waren normale Noten 4, 4, 6. Und in der Klassenarbeit auch eine 6 geschrieben. Weil ich einfach giga scheiße bin. Also ich bin nicht giga scheiße, ich denke, ich würde schon relativ gute Noten schreiben. Aber ja, das ist einfach das Problem, dass ich bei der Lehrerin einfach... Ich kapiere bei der Lehrerin einfach nichts. Ich bin bei der Lehrerin einfach scheiße. Boah, Alter, sind ja voll die Fernteams. Will ich ja nur mal sagen, also... da habt ihr echt... ich liebe Brickforce. Also ich habe jetzt den Anspruch gestellt an die Runde, dass ich nicht negativ bin. Da vielleicht mit dem Wassergewehr zocke. Ich glaube, da braucht man nicht so viel zu erwarten. Everybody getting all my life. You can body getting me this pride. You can body get high. Makro for the win. So, was kann ich noch erzählen? Au, 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 au. Das hat wehgetan. Leute, hat's da hinten echt versteckt gehabt. WTF. Den... jawohl! Komm, ich mach die Grube zu, ich mach die Grube zu. Der kommt oben rum, der kommt oben rum, der Sack. Der kommt oben rum, das weiß ich genau. Hoch! Genau, um die Ecke, mein Lieber. Um die Ecke. Um die verfickte Drecksjuden spust die Ecke rum, ey. Ich krieg einen Ausraster. Und nein, ich habe nichts gegen Juden, wenn jetzt irgendeiner von euch auf die Idee kommt, reinzuschreiben, Nazi, Hitler, Rassist oder irgendwie sowas. Ich schwöre euch, ich blockiere euren Channel mit den Kommentaren. Es kann nicht sein, ey.
Es kann einfach nicht sein. Boah, jetzt fällt sogar die Aufnahme unter 60 FPS, ey. Weil Brick fast so ein Gammel-Game ist. Also ich bin ganz ehrlich, ich weiß es noch nicht, aber wahrscheinlich wird Brickforce erstmal... Ich bin noch nicht ganz sicher, also haltet euch mit den Diabos noch zurück. Aber ich bin... Ja, ich bin noch unentschlossen, aber wahrscheinlich wird Brickforce vielleicht mal in eine einmonatige Pause gehen, weil ich einfach zur Zeit einfach keinen Bock mehr auf das Game habe. Ist einfach so... Ja, klar. Ja, klar, du dumme Hure, ey. Ist einfach sowas... Brickforce war zu S2-Zeiten einfach geil. Hätte ich damals einen PC gehabt und hätte ich am Gammel-Laptop meiner Mutter gezockt für 300 Euro Aldi-PC. Markenqualität. Ja. Hätte ich auch wahrscheinlich schon völlig früher mit Let's Plays angefangen. Aber inzwischen ist das einfach... Es macht einfach kaum noch Spaß. Ich meine, guck dir das doch mal an. Es ist eine Leck-Scheiße, es ist eine Gammel-Scheiße. Guck mal, ich komme durch. Es sind unfaire Teams. Ich bin instant. Und das ist verfickt nochmal Pay-to-Win. Ist einfach sowas... Ich meine, nicht umsonst haben die ganzen ja früher zu S2, Gronkh 1998, Alion, Baxterman, Just Cross... Alle Pros, die so zu S2-Zeiten aktiv waren, die sind alle bestimmt nicht grundlos inaktiv gegangen. Brickforce ist ein geiles Game mal gewesen, aber inzwischen... Guck hier, der schreit auch schon richtig, nur Nades, ja. Und ich werf gerade auch Nades, ja, scheiße. Klar. Aber guck mal, guckt euch mal die Teams bitte an. Ich weiß, die sind nicht so unfair, aber guckt das doch mal an, wie un... Na, ich laber einfach zu viel. So Leute, das war's von mir, wir sehen uns dann gleich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, ciao.